Hallo, wenn du mich kennst und die Playlist vom Flip 2 auf diesem Kanal hier auch schon kennst, dann weißt du, dass ich ein großer Fan des Flip 2 bin. Und auch wenn der Support von Samsung für mich zu einem der schlechtesten gehört, den ich kenne, liebe ich dieses Teil. Mein Flip 2 hat nämlich einen Riss hier im Display von einmal hier oben bis nach unten, nur auf der Scheibe. Und Samsung ist nicht fähig, mir einen Ansprechpartner zu nennen, der mir das Teil hier in Spanien repariert. Vielleicht habe ich ja Glück und jemand von Samsung sieht diesen kurzen Hilferuf am Anfang dieses Videos hier. Wäre schön, wenn ihr mir endlich mal nach einigen Monaten, über 3 Monate aktuell ist es schon her, helfen könntet. Nichtsdestotrotz funktioniert das Gerät glücklicherweise und ich werde immer wieder gefragt, wie ich meine Trainings mit dem Flip 2 plane und die Grafiken auf das Flip 2 bekomme. Und da ich pro Jahr zwischen 140 bis 160 Trainings gebe, zeige ich dir mein System, mit dem du deine Schulung innerhalb von 1 bis 2 Minuten startklar hast, ohne sie jedes Mal neu eben zu ordnen zu müssen oder hochladen zu müssen und so weiter und so fort. Mit anderen Worten, ich zeige dir, wie das hier geht. Gefällt dir? Dann abonniere gerne meinen Kanal, aktiviere auch die Glocke und schau dir unbedingt auch die Playlist zum Samsung Flip 2 an. Los geht's! Vor etwa 1,5 Jahren war ich bei Bodo Schäfer in Bergisch Gladbach und habe dort das Vertriebsteam von Bodo geschult. Und Nermin, der CSO, hat mir den Schulungsraum gezeigt und dort stand ein großer weißer Fernsehen, der sich später eben als das Flip 2 zu erkennen gab. Bis dahin kannte ich das noch gar nicht und ich habe wie viele andere vorher auch mit einem normalen, ganz normalen Flipchart eben gearbeitet. Und als ich das dann gesehen habe, da war das für mich sofort ganz klar, ich brauche das Ding. Als ich am Abend dann im Hotel war, war meine erste Handlung am Feierabend, das Teil zu bestellen. Wenige Tage später habe ich es dann geliefert bekommen und war hin und weg von den vielen Funktionen, die das Gerät eben auch kann. Und im Laufe der letzten Monate habe ich meine Trainings immer weiter verfeinert und jetzt ein System entwickelt, das ich dir heute gerne vorstellen möchte. Und ich kann dir jetzt schon versprechen, dass deine Teilnehmer es lieben werden. Als erstes erstelle ich eine Keynote oder wenn du zum Beispiel einen PC hast, eine PowerPoint-Präsentation. Und diese Präsentation ist das Handout, welches meine Teilnehmer später bekommen. Und daraus mache ich dann auch ein Workbook. Das heißt, ich lösche hier Teile raus, ja, oder blende die aus, damit meine Teilnehmer nachher das im Workbook selbst eintragen können. Und also Lückentext quasi. Und das bekommen Sie dann eben als E-Book. Später dann bekommen Sie nach dem Training eben die voll ausgefüllte Version, damit die Inhalte auch alle korrekt sind. Und wenn ich mit dem Handout fertig bin, dann exportiere ich das als Bilddatei. Beim Mac gibt es einmal die hohe Auflösung, JPEG hohe Qualität, oder es gibt kleinere Dateigröße, wie das beim Windows-PC aussieht, das kann ich dir nicht sagen. Ich besitze keinen Windows-PC. Und hier könnte ich noch machen PNG oder TIFF-Dateien, die funktionieren aber nicht als Import. Deswegen du musst JPEG nehmen und nimm auch die kleinere Dateigröße, weil er sonst die Bilder nicht importiert. Das ist Flip, nimmt nur die kleinere Dateigröße, reicht aber auch völlig aus. Sehen wir gleich, wenn ich dir die Sachen auf dem Flip eben zeige. Und im Anschluss daran, das ziehst du dir die Dateien dann auf einen USB-Stick und importierst das dann alles ins Flip. Wie das geht, das zeige ich dir jetzt. Wenn du jetzt deine Dateien auf den Stick gezogen hast, dann nimmst du die und fügst den Stick ein. Ich habe im Übrigen hier unten, siehst du vielleicht, eine Verlängerung, eine USB-Verlängerung dran gemacht, weil ich schon mal einen Tray hatte, der nach wenigen Wochen kaputt war. Da war dann Wackelkontakt im USB. Port. Deswegen habe ich mir hier eine Verlängerung reingemacht und daran schließe ich dann meinen USB-Stick an. Somit beanspruche ich immer nur die Verlängerung und nicht den normalen Port hier. Dann gehst du hier drauf, importierst die Dateien, gehst also im Formulare-Feld und suchst dir die Dateien raus, die du gerade abgespeichert hast. Ich nehme jetzt nur mal exemplarisch 2, 3 Stück. Einmal ein vielleicht ein Deckblatt. Können wir nehmen, das mache ich mir hier vorne drauf, ist ja ähnlich wie das hier, dann blätter ich um
Dann mache ich mir dann was anderes. Zum Beispiel nehmen wir mal, ich glaube, das ist ganz gut hier zu zeigen, was wir damit machen können. Und so erstelle ich dann eine Seite nach der anderen und kann dann entweder hier reinschreiben später. Ja, das kann ich zum einen machen. Wie du aber hörst, ist das Geklacker manchmal ein bisschen nervig. Und wenn du viel schreiben willst, dann lenkt das eher ab von dem, was du tun möchtest, als du vermitteln möchtest. Und wenn du keine Ablenkung möchtest, dann habe ich noch einen weiteren Tipp für dich, den verrate ich dir jetzt. Angenommen, du hast jetzt deine Seite hier, da stehen ein paar Sachen drauf und du möchtest gerne eine Kleinigkeit dazu schreiben, wie hier als Beispiel, zum Beispiel Info. Oder dann hier Emotion. Das sind ja nur ein paar Kleinigkeiten. Wenn ich jetzt hier noch mehr Text haben möchte, möchte ich den ja nicht da hinschreiben. Also kann ich Folgendes machen. Ich kann das wie so bei so Rubbelkarten frei rubbeln. Jetzt wirst du dich vielleicht fragen, hey, wie macht er denn das? Und da bin ich drauf gekommen, weil mir diese Schreiberei zu viel war, weil mir das Geklacker zu viel war. Und da habe ich mir überlegt, Mensch, wie kannst du das machen, dass du hier Informationen hast, die du gerne vermitteln möchtest, aber die nicht alle da hinschreiben willst. Weil sonst kannst du ja gleich eine PowerPoint-Präsentation machen und das macht keinen Sinn. Also habe ich mir meine Präsentation abgespeichert, gehe hier auf weiße Farbe und nehme wie so einen Tintenkiller und lösche das einfach hier raus. Dauert einen kleinen Moment, lohnt sich, aber der Effekt ist absolut cool und deine Teilnehmer werden das lieben, weil es einfach interaktiv ist. Du bist dann wirklich auch modern unterwegs und hast dann hier direkt deine Info, die du brauchst. Zack, ist sie da. Also einfach weiße Farbe auswählen, Teile deines Contents hier löschen, quasi weiße Farbe, weißer Grund. Ja, und dann machst du es nachher sichtbar durch einmal wegwischen. Das ist auf jeden Fall, geht schneller als schreiben und hat diese Geräuschkulisse nicht. Vielleicht bringen sie ja irgendwann mal einen Stift raus, der nicht so klackert. Auch das ist nochmal ein kleiner Hinweis an Samsung. Das ist natürlich sehr nervig, ne? Wenn du dir die ganze Zeit am Schreiben bist. Von daher, mit dem Löschen ist es wirklich cool. Also ich mache das nicht mehr anders, denn die andere Möglichkeit wäre, dass ich die PowerPoint-Präsentation oder meine Keynote oder ein PDF oder was auch immer direkt drauf mache. Dann muss ich aber ein sogenanntes Overlay hier drüber ziehen, damit ich auf dem Dokument schreiben kann. Sonst geht das nicht. Also wenn du PDF hast oder eine PowerPoint-Präsentation oder sonst irgendwas, die du hier spiegelst mit deinem Laptop oder was auch immer, dann musst du ein Overlay drauf machen. Und wenn du dann umblättern möchtest und hast ein Overlay drauf, geht das nicht. Das heißt, du musst dieses Overlay wieder rausnehmen, entweder nicht speichern, dann ist es halt weg und dann erst kannst du umblättern. Und das finde ich halt ja, unpraktisch, deswegen mache ich das mit den Bildern so. Wenn du wissen möchtest, wie ich ein komplettes Online-Training für mehrere hundert Teilnehmer plane und durchführe, dann schau dir gerne meinen Blogartikel darüber an. Mit meiner 10-Punkte-Checkliste machst du damit alles richtig. Den Link, den poste ich unten in die Beschreibung mit rein. Wenn dir das Video gefallen hat, dann abonniere gerne den Kanal, aktiviere auch die Glocke, damit du alle News eben auch gleich erfährst. Und wenn du Fragen hast, dann schreib mir das bitte unten ins Kommentarfeld rein. Ich antworte relativ schnell. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, dein Uwe.